Freunde, wir haben mal wieder eine ziemlich fragliche Aussage von einem Schauspieler zu Star Wars und dreimal dürft ihr raten, zu welcher Show der Typ gehört. Natürlich, The Acolyte. Ich blende es euch hier mal direkt ein und danach reden wir darüber, warum ich das so wichtig finde. I would say a battle for power. I mean, the best parts about Star Wars is there is no good or evil. Depends on what side you're standing on, truly. You know what I mean? That you can look at any angle and see yourself relayed through all the characters, Darth to Luke. You know what I'm saying? Also im Prinzip für die, die es nicht verstanden haben, er sagt, dass das Beste an Star Wars ist, dass es kein Gut oder Böse gibt. Es kommt immer drauf an, auf welcher Seite du stehst und so weiter. Und das Ding ist halt einfach, dass dieser moralische Relativismus, das ist überhaupt nicht das, was George Lucas mit Star Wars erschaffen hat. Vor etwa 11 Jahren hat George zum Beispiel bei American Voices gesagt, dass der grundlegende Konflikt bei Star Wars Gut gegen Böse ist. Dann sagt der Schauspieler noch, dass es bei dieser Show um die Balance zwischen Gut und Böse geht. Und diese ganze Idee von wegen, die Macht ist in einer Disbalance, wenn es keine Sith gibt, ist komplett falsch. Also George Lucas hat immer wieder erklärt, dass Balance durch das Überwinden der dunklen Seite erreicht wird. The only way to overcome the dark side is through discipline. The dark side is pleasure, biological and temporary and easy to achieve. The light side is joy, everlasting and difficult to achieve. A great challenge. Must overcome laziness, give up quick pleasures, and overcome fear, which leads to hate. Für die, die es nicht verstanden haben, er redet davon, dass die dunkle Seite leicht zu erreichen ist und kurzweiliges Vergnügen bzw. Befriedigung bietet, aber eigentlich langfristig erfüllt und man muss diese mit Hilfe von Disziplin überwinden, sich fernhalten von sofortiger Befriedigung und seine Ängste überwinden, um zur hellen Seite der Macht zu kommen. Also sehr tiefgründig, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr das auch zu unserer Welt passt, in der wir Menschen ja geradezu versklavt werden von der Jagd nach Ablenkung, oberflächlichem Spaß und sofortiger Befriedigung auf verschiedenste Art und Weise. Also für George gibt's hier nicht dieses Wischiwaschi, sondern klare Abgrenzung, gut gegen böse und aber auch unabhängig von Star Wars. Wenn du solche Verbrechen gegen die Menschheit oder verschiedenste Spezies im Fall von Star Wars begehst, so wie das Palpatine, Vader und so weiter getan haben, dann bist du kein Verfechter der guten Seite. Deine Taten sprechen da eine ganz klare Sprache. Insofern ist dieses Statement von diesem Schauspieler sowieso nicht plausibel. Man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist nur ein Schauspieler, er schreibt die Serie nicht. Naja, die Showrunnerin, Leslie Headland, persönliche ehemalige Assistentin vom kriminellen Harvey Weinstein, ist ja auch schon mit einigen fraglichen Aussagen aufgefallen. Eine von vielen wäre da, dass Star Wars ja schon immer politisch gewesen sei, weswegen es ja gut ist, den aktuellen Zeitgeist mit reinfließen zu lassen, wie zum Beispiel Wokeness. Was nicht wirklich stimmt, denn Star Wars war, wie George Lucas selber sagte, schon immer zeitlos. Er sagte das sogar genau in dem Kontext, von wegen aktueller Zeitgeist in Star Wars und so, hatte ich schon öfter auf meinem Hauptkanal besprochen. Aber das ist ja auch nicht jetzt der erste Schauspieler, der äußerst fragwürdige Dinge über Star Wars sagt. Noch schlimmer fand ich diese Attitüde von einer Acolyte-Schauspielerin, die George Lucas Star Wars kritisiert. Und der springende Punkt ist, für was kritisiert sie es? Naja, seht selber hier im Abspann mit nur einem Klick.